Im folgenden Video mache ich mal den Hauptschultest. Das ist ein Video von Wissenswert, was ich dazu als Grundlage benutzt werde. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Da wollen wir mal starten. Hey Leute, herzlich willkommen bei Wissenswert. Einige von euch haben eventuell schon das Video von Galileo gesehen, in dem drei Leute komplett ohne Vorbereitung die Hauptschulabschlussprüfung machen. Und die Teilnehmer haben sich echt gut geschlagen. Und wir haben uns gefragt, ob ihr das auch schafft. Und haben hier für euch jeweils vier Fragen aus den Bereichen Deutsch, Mathe und Gesellschaftskunde. Pro richtige Antwort gibt es einen Punkt. Ihr müsst mindestens drei der vier Fragen richtig beantworten, um einen der Bereiche zu bestehen. Die Aufgaben sind identisch mit denen aus der bayerischen Quali, also der bayerischen Hauptschulabschlussprüfung. Wenn ihr diesen Test besteht, dann hättet ihr höchstwahrscheinlich auch die Hauptschulprüfung bestanden. Legen wir los mit Deutsch. Aufgabe 1. Es geht um das Wort Qualifikation. Qualifikation. Ich meine, haut mich nicht. Fünf Stück. Qualifikation. Nee, sechs Stück. Das wird dann nochmal zwischendrin getrennt. Da müsste dann sechs sein. Wie viele Silben hat das Wort Qualifikation? Ich meine, es sind sechs Stück. Richtig ist 6. Wenn Dann du sage das ich doch, wusstest, dann Tion wird notiere dir einen getrennt. Punkt. Weiter geht's. Nenne das entsprechende Verb von Qualifikation in der Grundform. Qualifizieren. Richtig ist qualifizieren. Notier dir weiter einen Punkt, falls du das wusstest. Als Ja, nächstes. hab ja schon zwei von vier Punkten, brauche ich nur einen, um Deutsch zu bestehen. Ich denke mal, das passt. Was ist der Plural von Qualifikation? Die Qualifikationen. Die Qualifikationen meine ich. Richtig, Qualifikationen. Sage ich doch. Ich sag mal so, Deutsch habe ich jetzt schon bestanden. Mal gucken, ob ich die vierte Frage auch noch hinkriege. Aus welcher Sprache stammt das Wort Qualifikation ursprünglich? Latein. Ich würde auch mal sagen, das ist Latein. Qualifikation stammt aus dem Lateinischen. Das war's mit Deutsch. Wenn du drei oder vier Vier Punkte hast, Punkte. hast du Deutsch Deutsch habe ich bestanden. Wir bestanden. machen direkt weiter mit Mathe. Um Gottes Legen Willen. wir los. Was sind 30% von 1600? 10% sind 160, 30% sind dann das mal 3, also 480. Richtig ist 480. Notier dir einen Punkt, wenn du das wusstest. Zwei Orte auf einer Landkarte sind genau 15 cm voneinander entfernt. Die Karte hat den Maßstab 1 zu 100.000. Wie weit sind die Orte tatsächlich voneinander entfernt? Ich meine, wenn ich das jetzt mal alles so durchschaue, mal grob überschlage, das sind 15 Kilometer. Zentimeter entsprechen 1000 Meter, was wiederum einem Kilometer Hab ich doch entspricht. gesagt. Sie sind also 15 Kilometer voneinander entfernt. Wow, Mats Wenn du ja das schon einen wusstest, zweiten dann wäre dir Punkt. auch hier wieder ein Punkt. Was Ich ist ein entschuldige den Sturm Viertel von draußen. 1,20 Meter? Das ist quasi 1,20 Meter durch 4, das sind 30 Zentimeter. Genau, es sind 30 Zentimeter. Kommen wir zur letzten Matheaufgabe. Eine Wahl hat folgendes Ergebnis. Kandidat A hat 32% der Stimmen. Kandidat B hat 61% und Kandidat C hat genau 7%. Welches dieser Diagramme zeigt den Wahlausgang richtig? Ich würde mal sagen, es ist das dritte Diagramm, bin mir nicht ganz sicher. Das rechte Diagramm stellt den richtigen Ausgang dar. Wenn du jetzt deinen vierten Sag oder ich. dritten Punkt
gemacht hast, hast du Mathe sage ich, bestanden. ich Und wir habe kommen Mathe zum bestanden, letzten auch Fach, mit Gesellschaftskunde. Also die voller Kombination Punktzahl. aus Geschichte, Erdkunde und Politik. Aufgabe 1. Nenne zwei Nachbarländer Chinas. Russland und USA? Nee. Warte, USA ist natürlich Blödsinn. Auf jeden Fall Russland und Südkorea. Russland und Südkorea. Hier sind sämtliche Nachbarländer aufgelistet. Gucke nach, ob du richtig lagst und gib dir dann gegebenenfalls einen Punkt. Russland ist richtig und ja, es wäre Nordkorea gewesen, nicht Depp. Weiter geht's mit Politik. Was ist eine Koalition und was ist eine Opposition? Ja, eine Koalition ist, wenn halt Parteien miteinander regieren. Opposition ist einfach das also gesamte Zusammenspiel verschiedener Parteien im Deutschen Bundestag. Es ist halt das miteinander regieren und das drückt es halt aus. Koalition ist ein Bündnis von Parteien zur Regierungsbildung. Sag ich Deutschland doch. wird beispielsweise zurzeit von einer Koalition regiert. Sag Die ich doch. Opposition besteht in einem Parlament aus denjenigen politischen Parteien, die nicht die Regierung bilden. Wenn du das wusstest, dann notier dir einen Punkt. Ja, da haben sie ja recht. Also es ist ja der Rest, habe ich ja mehr oder weniger gesagt. Könnt ihr entscheiden, ob ich das als richtig werten darf oder nicht. Weiter geht's. Wie heißt die Hauptstadt der USA? Washington DC. Richtig, es ist Washington DC. Kommen wir auch schon zur letzten Frage. In welche Besatzungszonen wurde Deutschland nach dem Krieg aufgeteilt? Britisch, Französisch, Amerikanisch? Es ist meine Intention, ich weiß es nicht. Also ich meine, das sind und ja genau. Deutschland wurde in insgesamt vier Besatzungszonen aufgeteilt. Es Genauso gab und die die Sowjetische. sowjetische, die amerikanische, die britische. Ja, und es gibt halt noch die sowjetische Shit. Aber könnte noch, ob man vielleicht bei beiden noch so einen halben Punkt gibt, dann habe ich. Ja, dann habe ich ja quasi die 3 Punkte, könnt ihr entscheiden, ob ich da bestanden bin. Und die französische Besatzungszone. Wenn du alle vier wusstest, dann notier dir wieder einen Punkt. Und nun musst du auch wieder gucken, ob du mindestens 3 der 4 Fragen richtig beantworten konntest. Wenn ihr insgesamt alle 3 Fächer, also Deutsch, Mathe und GSE, mit jeweils 3 oder 4 Punkten geschafft habt, dann habt ihr unseren Test bestanden. Den Haupt Ja, diese komischen Tests von Wissenswert sind auch bitte nicht ernst zu nehmen. Abschluss könntet ihr damit sogar ohne Vorbereitung höchstwahrscheinlich bestehen. Für alle, die gern mal die ganze Prüfung machen wollen, haben wir mal die bayerische Quali in die Beschreibung verlinkt. Wir sehen uns das nächste Mal. Macht's ja. gut und bis dann. Mal gucken, ob wir dann im Video noch die ganze Prüfung machen. Ja, dann bis im neuen Video und tschüss.